Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch und heiße euch herzlich willkommen auf Tabasco TV zum Finale des Baby Pokémon Plateau Season 2. Ich bin aufgeregt, ich glaube, das zu erwähnen erübrigt sich eigentlich, weil, ja, entweder sind wir gleich Zweiter oder Erster und Erster sein wäre cool, aber wir haben einen starken Gegner vor uns und zwar den lieben Downy. Ja, und ich weiß, es gibt da eventuell ein Meme, dass Downy immer eine gewisse Platzierung gepachtet hat, aber daran will ich gerade gar nicht denken, okay? Also, ich will weder das Meme beenden noch, ach, keine Ahnung, ich will einfach nur einen guten Kampf, okay? Aber egal was passiert, ich freue mich einfach dabei gewesen zu sein, okay? Ja, ihr merkt schon gerade am Intro, ich bin wirklich nervös. Und ich könnte jetzt sofort Go drücken und dann geht's los. Ich habe mein Wasser zum Trinken. Ich habe hier mein Controller, mein Handy. Ich habe alles offen. Ich glaube, die Calcs sind auch drin. Ich glaube, ich weiß auch, was ich tue. Es gab zu dem Team, was ich benutze, gab es gestern ein Teambuilding-Video, das könnt ihr euch gerne anschauen. Und es geht los. Okay, das Team sieht ein bisschen anders aus als gedacht. Das tut es in der Tat. Denn es sind Dicta und Mobei dabei. Zwei Pokémon, die ich nicht unbedingt erwartet habe. Ich habe auch Iguana nicht unbedingt erwartet. Das waren, also ich habe 6 Pokémon als wahrscheinlicher angesehen. Kein Milza ist okay, das ist schon mal ganz gut. Ansonsten die 3, die auf jeden Fall dabei sind, da habe ich gesagt, Skalk, Goldini und Glibunkel, die sind auch dabei. Was fehlt denn noch? Kupfanti fehlt. Milza und Darumaka. Das sind die 3, die ich am wahrscheinlichsten noch zusätzlich zu den 3 Pflichtpicks gesehen hätte. Okay, bedeutet Retaliate von Haspiror ist insane. Rocks können irgendwo sein. Ja, ich fange auf jeden Fall mit Natu an. Ich glaube, das Natu Lead Matchup ist ohne Darumaka sogar ein bisschen besser. Kann eigentlich gegen alles U-Turn. Ja, ich möchte mit Haspiror und mit vor allem mit Flammiau nicht gegen Dicta leaden. Dann auf jeden Fall lieber mit meinem Wahlschallnutzer. Ich habe alles ausgewählt und ich drücke Go. Ich packe Natu in den Kalk. Ich glaube, das habe ich sogar schon. Wir gucken mal, womit ihr leadet. Ich wünsche euch und dem lieben Downy ganz viel Spaß mit diesem Finale. Ich hoffe, es wird ein würdiger Finalkampf. Das ist alles, was ich will, okay? Okay, Mobei. Was will er mit Mobei machen? Das ist die große Frage. Es könnte wie so Rocky Helmet, Sturdy Juice oder so sein. Donauwelle kommt. Die neue Donauwelle. Das ist ein blöder Lead oder einer der blöderen. Also ich gehe auf jeden Fall immer auf Kehrtwende. Und er kann halt Flip Turn, er kann Knock-Off. Knock-Off ist eigentlich besser. Eigentlich geht er jetzt auf Knock-Off. Der geht eigentlich immer auf Knock-Off. Da bin ich sogar, glaube ich, am gewilltesten in unser Gladiantri reinzugehen. So, er weiß nur, dass wir Scarf sind. Kein Rocky Helmet. Er weiß nur, dass wir Scarf sind, wenn er selber Scarf ist, was ich nicht glaube. Knock-Off oder Flip-Turn kommt. Ich will kein Item verlieren, auch noch nicht den Eject-Button. Auch wenn ich hier halt mit H2O-Absorber natürlich rein könnte. Aber ich muss eigentlich jetzt in Helmut rein und gucke mal. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich mit der blödeste Lead, der passieren kann. Es kommt Rollwende von Goldini, der mega viel Schaden macht. Gucken wir es mal ganz kurz an. Nee, das ist auf jeden Fall offensiv investiert, glaube ich. Ah, muss nicht. Nee, das kann sein, dass es gar kein Investment hat. Das kann tatsächlich sein. Also der hat jetzt hier halt leider gerade Free Vakuumwelle. Das ist blöd, aber ich glaube, dass ich in Litten eigentlich immer rein kann. Solange keine Sludge-Bomb kommt, was ich eigentlich nicht glaube. Focus Blast wäre auch doof. Knockoff wäre irgendwo okay. Ich möchte jetzt halt nicht in Natu, weil der kann schon Knockoff drücken gegen Gladiantri. Der kann schon Knockoff drücken. Das kann er machen. So. Was kommt? Abschlag.
ist okay. Sehen wir einen Lebenorb? Nein, wir sehen keinen Lebenorb. Ich kann ihr lichten. Das wäre gerade gegen Goldini nicht schlecht. Ich kann Hitze kollern. Aber ich glaube, Goldini ist einfach am wahrscheinlichsten. Mobile geht auch. Abgangsspirale geht natürlich auch immer. Aber wir machen mal ihr Licht. Also ich hätte jetzt hier gerade quasi alles drücken können, gefühlt, außer Wutanfall. Lebkuchen kommt. Das ist Mobile. Den anzuzünden wäre schön. Okay, wir treffen. Das ist gut. Das heißt, Sturdy wäre jetzt schon mal angeknackt. Wir gehen natürlich jetzt auch auf die Abgangstirade. Der kann Scarf sein, tatsächlich. Das geht sogar. Aber da er geburnt ist, ich gehe hier einfach in... Ich gehe auf Parting Shot. Ich gehe auf Parting Shot. Aber er kann tatsächlich... Der heißt Bonsly auf Englisch. Den muss ich sofort mal in den Kalk packen. Okay, er ist wahrscheinlich nicht Scarf. Und er ist vor allen Dingen jetzt gerade sehr stark abgeschwächt. Kann natürlich jetzt einfach Rock setten, klar. Möglichkeiten wären Helmut Knockoff, Hosi Knockoff geht auch. Sogar Helmut Psychoklinge geht, weil er so passiv ist. Eisenschädel geht auch. Ich glaube, ich muss aber Knock offen. Das muss ich mir jetzt ganz kurz gut überlegen. Ich gehe aber auf Helmut. Beide resisten halt Rock Moves. Hosi wird aber nochmal Intimidate mit rauskriegen. Hosi könnte ganz gut Knock offen eigentlich. Aber Helmut ist so angeweakt, mit dem kriege ich nicht mehr viel raus. Wir machen es mal so. Wir machen es mal so. Hosi hätte halt jetzt mit Drain Punch auch Schaden, der eventuell jetzt reinkommt, was hier kommt, auch wieder wegheilen können. Boah, hätte ich jetzt mal irgendwie SD drauf oder so. Okay, ich werde knock-offen. Wenn er drin bleibt, ist es okay, weil dann sehe ich schon mal vielleicht einen Evoliten. Aber ich glaube halt, dass Evolit auf Goldini und auf Skalluk liegen, vielleicht auch auf dem Frosch. Also, es ist etwas unwahrscheinlich. Also hier würde ich eher mit dem Bärensaft gerade rechnen. Auch deswegen ist der Knockoff jetzt gerade schon der richtige Play. Und mein Traum wäre eigentlich, dass Skalluk jetzt reinkommt. Das wäre mein Traum. Und dann würde ich Gladiantris sacken gegen Skalluk. Okay, das Ding aber zu verbrennen war schon mal echt gut. Definitiv, aber ich finde gar nichts über das Investment raus. So, Bärensaft, okay, ja, es ist tatsächlich Bärensaft. Durchbruch, können wir den leben? Nee, leider nicht. Okay, der Crit hat wahrscheinlich gemeldet trotz vielfach Weakness. Aber es ist okay, weil wir jetzt eventuell den Dragon Dance halt rausbekommen, ne? Da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Was ist sogar, wenn wir in Bud Light gehen? Einen Moment. Mein, klar, es ist eine Dragon Dance Möglichkeit für Hosi, aber ich muss mal ganz kurz einmal gucken, was ich jetzt mache. Haspirohr würde auch gehen. Das muss ich mir gut überlegen, Bud Light was anzuchippen. Ich mach's. Ach man, aber dass ich Skalluk jetzt sehr unwahrscheinlich nur noch knock-offe, ist ein bisschen annoying. Ich bin ehrlich. Wir haben den Evoliten. Ich gehe jetzt auf den Dragon Dance. Ich will nicht direkt knock-offen, falls er hier den irgendwie reinsackt. Okay, er lässt mich Dragon Dancen, glaube ich. Kriege ich noch einen zweiten raus? Explosion. Okay, chippt mich natürlich jetzt gut an. Es geht sogar. Okay, wenn jetzt Skalle kommt, knock-off ich den erst. Okay, wir sind mit unserem Scraggy auf plus 1 Speed. Der kann mich nur mit Skalle überholen, wenn er...
In der Scarf ist. Ice Punch tutet ihn halt ziemlich wahrscheinlich. Wir haben eine 96% Chance. Es sei denn, er ist sehr, sehr defensiv, dann ist die etwas niedriger, aber ich muss. Okay, er geht im Bienenstich. Was muss ich jetzt tun? Der ist eventuell Scarf. Ich kill den natürlich. Ich kann halt. Aber was ist, wenn ich jetzt auf Drachentanz gehe? Nochmal und dann überlebe, weil wenn ich jetzt einen Hit überlebe. Okay. Helioptile. Hat der schon Focus Blast? Das muss ich mir eben gucken. Helioptile. Focus Blast hat er nicht. Der killt mich nicht. Ich kann eigentlich offen nochmal. Ich kann nochmal dancen eigentlich. Eigentlich ja. Eigentlich geht das. Oh Gott, das macht's. Ach, schon wieder diese Crits. Ja, jetzt kann er halt in den Frosch und... Gugelhupf. Dem gebe ich einen Ice Heap. Oder gebe ich ihm sogar einen Drain Punch. Komme ich dann in irgendeine Range, um noch was zu leben? Unwahrscheinlich. Ice Heap reicht nicht. Es sei denn, der ist kein Evolit. Aber der, machen wir uns nichts vor, der ist Evolit. Ohne den Crit wären wir jetzt nach einem Uplight Heap vielleicht in der Range, um was zu leben. Das klingt lächerlich, aber es kann tatsächlich sein. Drain Punch macht aber auch echt viel auf Wallaby. Wir probieren es mal so. Und hoffe, dass es nicht Bruchrüstung ist. Vielleicht critten wir auch einfach mal zurück. Okay. Es ist Bruchrüstung. Ich hätte Knock offen sollen. Der müsste reichen. Ja. Okay, der Air Slash macht 63 bis 81. Ohne den Crit vom Voltwechsel hätten wir den eventuell leben können. Keine schlechte Chance dafür. Und jetzt gerade sieht es einfach nur schlecht aus. Obwohl er ist natürlich noch nicht geboostet. Aber der Fake-Out von Haspira reicht noch nicht. Ich muss also entweder in Budlight oder in Fuego sackt. Budlight würde mit Dazzling Gleam würde der killen. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Chinchu würde wahrscheinlich killen jetzt, ja. Fuego sackt. Würde der was killen? Mit Overheat. Oh, warte mal, nee, die killen beide nicht. Aber ich glaube, Chinchu macht den besten Damage, ja. Und damit weaken wir maybe. Ich weiß nicht, ob der rausgeht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir haben eine gute Chance zu killen, aber wir liegen gerade auf jeden Fall sehr weit hinten. Haspiro ist natürlich noch ein Threat. Machen wir uns nichts vor. Der ist echt noch ganz gut, aber Glibunkle ist mir einfach gerade viel zu voll. Ich habe meine beiden Darkmons auch schon verloren, was ein bisschen blöd ist. Und da ist noch ein wahrscheinlich Scarf Helioptile, der mit unserem Natu Speedtide. Wenn der Dry Skin ist, ich weiß nicht, ob Natu Helioptile killen kann. Mit. Also wenn der Dry Skin ist, mit Heatwave, maybe. Aber das Natu, das hier finished ist. Sehr unwahrscheinlich. Nee, der killt ihn niemals. Der killt Helioptile niemals. Okay. Geht auf Finsteraura. Haut uns raus. Aber macht auch gar nicht so viel Damage. Ich hätte in Litten gehen sollen. Mann. Muss ich overheaten, der sehr wahrscheinlich nicht reicht. Ist auf minus 1 Death. Outrage reicht, glaube ich, auch nicht. Oh, warte mal kurz. Bulubi ist auf minus 1. Schneller, Hendrik. Naja, Outrage reicht auch nicht. Ich gehe auf Overheat und muss hoffen, dass ich eine Roll bekomme, die was macht.
Mann, ich krieg ihn auf jeden Fall in der Range. Okay, gut. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt in die Range bekommen für, sag schon, für ein Fake-Out. Also hätte ich auf jeden Fall bekommen. Also von daher war das auf jeden Fall gerade richtig. Aber dass ich Lampi habe anschippen lassen, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe, das war einfach dumm. Das war einfach dumm. Das war wirklich richtig, richtig, richtig dumm. So, das Teil nervt. Der kann jetzt einfach auf Rock Slide gehen. Da verliert er überhaupt nichts mit. Ich glaube, ich muss Litten abwerfen. Litten macht nichts mehr. Ich drücke einfach Irrlicht. Dunkelklaue. Okay. Für Natu. Life Orb. Okay, ein Moment. Das können dann... Okay, okay, okay. Natu gegen Diglett. Air Slash reicht nicht ganz. Ich müsste noch mal U-Turn. Haspirohr könnte was machen. Und Haspirohr müsste auch ein Move leben, glaube ich. Bunnery. Ah, ist das eine Roll? Warum ist alles eine Roll? Okay. Ich gehe, glaube ich, einfach auf Minimillion und versuche es mit dem Luftschnitt. Ey, es ist so schlecht gerade. Komm, ich fake-oute. Ich geh in den obvious Fake-out und hoffe einfach, dass er erstmal wechselt. Sieht gerade gar nicht gut aus. Aber ich habe auch nicht alles richtig gespielt. Also, falls jetzt gerade noch jemand über den Crit eben nachdenkt, ich habe auch gerade definitiv Kacke gebaut. Mit einigen Entscheidungen hier. Okay, er schutzschildet das einfach weg. Und ich muss jetzt auf Drain Punch gehen und hoffen, dass der reicht. Wo Retaliate reicht, tatsächlich. Retaliate reicht gegen Dicta. Aber ich die dann. Wenn er jetzt Erdbeben drückt, die ich halt. Wenn ich jetzt in Natu gehe, bringt mir das auch nichts, weil der einfach nicht in Kill Range ist. Kann ich mit Haspirohr überhaupt noch gewinnen? Das ist echt nicht gut. Ich glaube, es geht nur, wenn ich jetzt mit Ableitieb den angreife, der nicht reichen wird, aber dann kann, wenn ich jetzt das Erdbeben überlebe, okay, ich hätte Natu gehen können, aber es hätte mir nichts gebracht. Okay, ich überlebe das Erdbeben. Gut, 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 gut. Er hat trotzdem eine dicke fette Roll bekommen. Jetzt kill ich mich. Oh, das hat gereicht. War das ein Crit? Nee. Okay, gut. Gut. Real Rap, das war wirklich, wirklich gut. So, das Blöde ist, jetzt kommt der Frosch rein und pressert mich mit der Vakuumwelle. Und es ist eine 50-50, ob ich in Natu gehe und ob er das mit Knockoff predicted oder nicht. Es ist sofort eine 50-50. Vielleicht sogar schon game entscheidend, wenn er in den Frosch geht. Kann natürlich vielleicht auch in Helioptile rein. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass Helioptile mitnimmt. Dann hätte ich jetzt viel lieber auf Lumpy Volt Absorber gespielt, statt H2O Absorber. Geht tatsächlich in das Teil rein. Hätte ich jetzt mal hier drauf Volt Absorber. Fuck! Aber ich muss in Lumpy. Immer. Lumpy bringt mir überhaupt gar nichts mehr. Jetzt muss Natu und Haspirohr das hier irgendwie gewinnen. Das Traurige ist, okay, er geht auf Finsteraura. Das Traurige ist, es funktioniert vielleicht sogar. Ich lebe noch einen Hit, aber es bringt mir nichts. Ich gehe aber mal auf Toxic, bringt mir nichts. Ich gehe auf Zauberschein, das chippt alles an. Aber Finsteraura reicht jetzt halt. Kann Natu eine Finsteraura leben?
Ja, mit Full Life kann Nato die leben. Aber ich habe verloren. Eigentlich habe ich verloren. Weil die Hitzewelle nicht reichen wird. Normalerweise. Es sei denn, wir kriegen jetzt den Reverse Crit. Aber ich habe das Game einfach verloren. Ziemlich sicher. Wir speedtunen jetzt halt. Er ruft zurück. Und geht in Donauwelle. So. Der kann jetzt halt auf Rollwände gehen und ich kann nichts dagegen machen. Ich kann wirklich nichts mehr gewinnen. Das Game ist over. Kann jetzt auf Rollwände gehen. Er chippt Natu an. Für... Ja, ich kann das nur noch mit Hex gewinnen. Und das kann nur Natu kann sich noch zum Sieg hexen. Deswegen ist das Abwerfen von Haspiroi jetzt auf jeden Fall das Richtige. Und... Wir gucken mal. Ach man, das ist kein schöner Kampf gewesen. Das ist leider ein unwürdiges Finale, würde ich behaupten. Und es ist nicht mehr vulnerable. Mal ganz kurz gucken, kann Natu den mit Air Slash Flinches 2 hitten? Wahrscheinlich nicht. Nee. Leider nicht. Und ich glaube, wir kriegen auch nicht mal mehr einen Kill. Wir müssen halt wirklich critten. Tun wir nicht. Damit ist das Game vorbei. Und Downy hat das Meme besiegt. Downy geht jetzt zum Sieg des BPP. Es war nicht der cleanste und schönste Kampf. Aber ich will das jetzt nicht nur auf die Hex schieben. Ich habe auch zumindest mit Lumpy da einmal diesen riesen Brain-Fart-Moment gehabt. So, ich schreibe Downy direkt GGWP. Und geht's jetzt zum Sieg. Mit einem Herz dahinter. So, aber wir müssen jetzt über ein paar Sachen reden. Wir müssen definitiv über ein paar Sachen reden. Also, den Air Slash hätte ich ohne Crit recht wahrscheinlich genommen. Mit Hosi gegen Dingens. Da bin ich mir gerade noch nicht mal sicher. Ich kenne das Investment nicht, aber ich kalke hier sogar schon mit einem Modest Willoughby. Ja. Gegen mein Hosi. Es hatte knapp über die Hälfte, hatte Hosi. Der war im Grün, ne? Der müsste... Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich kann natürlich gleich in die Aufnahme gucken. Aber jetzt gerade kann ich es noch nicht, weil sie noch läuft. Deswegen muss ich das gerade so halb aus dem Gedächtnis... Also ich hatte 11 oder 12 KP. Der Air Slash war ja ungeboostet. Macht 14. Ja? 14 KP. Das heißt, ich hätte 2 bis 3 KP gebraucht, mehr auf Skaggy, um den zu leben. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass der Crit von dem Helioptil tatsächlich dann gemeldet hat. Weil der macht so 9, ja, ich weiß gerade nicht, wie viel der gemacht hat, also macht 9 KP. Und wenn es ein Crit ist, macht der 10 bis 12. Wenn es diese Mid-Roll gewesen ist beim Crit, ich weiß nicht, wie viel der eben gemacht hat, dann sind es die 3 KP. Das heißt, Hosi hätte sehr wahrscheinlich den Air Slash und 1 KP überlebt und den Kill bekommen. Und ja, er hat wahrscheinlich noch Vakuumwelle auf dem Frosch, auch wenn er da die ganze Zeit nicht reingegangen ist. Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus. Also es war nicht jetzt game-defying, aber ich hätte auf jeden Fall einen Morn mehr gehabt. So, und was auch noch dazu kommt, ist der Crit von Bonsly auf Pawnyard. Ich muss mal ganz kurz gucken. Pawnyard... Und Bonsly war auf minus 1 nur und war burned. Und hat mit Brick Break angegriffen. Okay, ne, der hat wahrscheinlich nicht mal gemeddert. Obwohl, es ist ein Adamant Bonsly. Ich kenne das Investment nicht. Wie war dein Bonsly invested? Weil ich hätte halt eventuell dann noch einen Sack mehr gehabt oder so. Aber, ach, ich weiß nicht.
weiß nicht, was ich hätte auch anders generell spielen können. Also ja, zum Beispiel Digda jetzt auch gut vorbereitet gegen Haspiroa. Okay, er hat mir seinen Poképaste geschickt, das ist sehr schön. Bonsly war Jolly mit 196 Attack. Dann hat der Crit von Bonsly wahrscheinlich nicht mal gemattert. Bin mir gerade nicht sicher. Der macht immer 10 auf Ponyard und wir waren, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir waren. Ich mache hier mal kurz einen Cut und gucke mir mal eben die KP-Zahlen an. Ich glaube, heute möchte ich einmal so gründlich sein und bin sofort wieder da. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr nicht enttäuscht seid. Ich bin ein bisschen enttäuscht über meine Leistung als über das Pech oder so oder das Matchup oder was auch immer. Deswegen, aber wir sehen uns sofort wieder. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mir das Team von Downy mal in den Kalk geholt und ich gehe jetzt mal kurz zu den Stellen, über die wir reden. Ja? Okay, also, wir haben hier Scraggy. Und Scraggy hatte. Moment. Ich muss das mal eben den Ton ausmachen. Sorry, wenn das gerade so ein bisschen holprig ist hier. Also, Scraggy hatte 18 KP. P gegen den Bienenstich. So. Volltreffer kam. Er hat mir 13 Schaden gemacht. Ein Moment. Posi, pack mir mal in den Kalk. Wo haben wir dich? Jetzt habe ich hier so viele Mons drin. Ich muss den erstmal suchen. Scraggy gegen Helioptile. Bienenstich. Voltswitch. Und Voltswitch Crit. Das ist halt nicht nur ein Crit, sondern die absolute Max-Roll. Okay, also ja, er hat die 6%, also er hat 13 Damage bekommen. Und das ist nur zu 6% möglich. Und den Crit. Ja, happens. Aber das erklärt halt den vielen Schaden, okay? Och, Mann, ey. Da kann Downy nichts für, da kann ich nichts für. Das ist Pokémon. Ich bin dann auf den zweiten Dragon Dance gegangen. Ich hatte 5 KP. Und hab dann Vullaby. Ich weiß halt nicht, wie meine Drain Punch Roll zum Beispiel auf Vullaby sein. Die kann ja auch sehr gut gewesen sein. Ja? Ich habe mich auf 12 hoch recovered. Mit Scraggy. Und das Vullaby macht mit Air Slash 12. Ja, also der Crit hat auf jeden Fall was gemacht. Und ich wäre dann halt auch rausgegangen, weil Vullaby ja schneller sein kann. Und das war er auch. Also, I don't know. Hätte ich auch einfach anders spielen müssen. Also keine Ahnung. Downy fragt mich auch gerade, hätte es am Spielzug was geändert? Das weiß ich gar nicht. Kann sein. Keine Ahnung. Vielleicht wäre ich da schon in Lampi rein. Hätte dann die Dingens geholt. Also dafür war halt Lampi da, ne? Schreibe es noch nebenbei mit Downy, aber okay. Der Crit von Helioptile auf Scraggy war scheiße. Aber ich hätte mit Scraggy wahrscheinlich auch anders spielen sollen. Aber es war eine super Möglichkeit, dieses komplett passive Bonsly da zum Dragon Dancen auszunutzen, war einfach eine gute Möglichkeit. Vielleicht hätte ich gerade einfach besser mit Lampi finishen sollen und einfach noch nicht Dragon Dancen sollen. Vielleicht hätte ich mit Scraggy wirklich eher auf den Knockoff gehen müssen als auf den Dragon Dance. Deswegen mal gucken. Und genau, jetzt kalt ihr nochmal im Ponyard. Also unser Gladiantri gegen. Wo haben wir es denn? Die Liste ist jetzt echt lang an Imported Sets. Okay, so, gegen das Bonsly. Den guten Lebkuchen. Der war auf minus 1 und burnt. Der hat wahrscheinlich nicht gemattert, der Brick Break. Nee, nee, nee. Okay, der Brick Break macht eigentlich ziemlich genau 10, es sei denn, der kriegt die 12. Das ist wieder 6%. 10 und ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Ich glaube, es waren aber 10. Ich gucke eben in die Aufnahme. Wo war denn Gladiantri? Da war Gladiantri. Wir hatten 11. Haben beide Crits gemeldet, tatsächlich. Also ja, beide Crits haben gemeldet.
Trotzdem hat Downey das hier gut gepreppt. Sorry, dass ich gerade so lange getippt habe. Denn wir sehen es auch gerade im Hintergrund hier. Das ist Dick da, ja. Passend hier auf jeden Fall für einen neuen Zweitplatzierten, nämlich mich. Sich hier unter dieses herrliche Dicta zu setzen. Denn, ja, Dicta war auch jetzt ganz, ganz gut tatsächlich am Ende. Ich hätte Dicta nicht erwartet. Ich fand Dicta gegen mich nicht so nice und habe ein bisschen darauf gehofft, dass er nicht mitkommt. Aber auch mit Schutzschild gegen Fake Out, das war auf jeden Fall gut. Also Downey hat gut adaptiert, quasi das erste Match meines Sets gut analysiert. Vielleicht hätte ich noch einen anderen Scarfer mitnehmen sollen. Also Gladiantri Scarfen wäre jetzt definitiv besser gewesen. Ich habe die ganze Zeit, ja, ich weiß nicht, ob ich es im Team gesagt habe, zwischen Scarf und AV hin und her überlegt. Scarf wäre jetzt gegen die Auswahl definitiv besser gewesen. Ja. Ja. Deswegen, ich hoffe, ihr seid nicht sad. Und passiert halt. Downey hat das Meme für sich, das ist auch schön. Das BBW hat riesen Spaß gemacht. Ich möchte an der Stelle erstmal danke an alle Zuschauer sagen, danke an alle Gegner, danke an Kusha fürs Veranstalten und vor allen Dingen danke an meinen Jenner Shubi und an die beiden Einspringen Jenner Sebox und Pock Galaxy. Gute Jungs. Ohne die wäre das halt hier nicht möglich gewesen. Und ich werde beim nächsten BPP auf jeden Fall wieder mitmachen und gucken, ob es wieder mal gut läuft oder wie es dann ausgeht. Schade, das Finale so zu verlieren mit ein bisschen Hacks und mit schlechten Plays. Das war wirklich nicht gut. Ich war wirklich nicht ganz konzentriert. Ich war von dem Team einfach wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt. Vielleicht auch war das ein bisschen die Aufregung. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es war trotzdem eine tolle Season. Und ja. Wir sehen uns dann, würde ich mal sagen, zum nächsten Video. Macht es gut, haut rein und ciao.